Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion und hiermit hallo an diejenigen, die sich den Schwachsinn in der Höhle angetan haben und an diejenigen, die sich dachten, boah, nee, Höhle muss jetzt nicht sein, ich warte einfach auf die nächste Folge und schaue mir dann an, wie... Ach, das ist aber nett von dir. Wie sich Black Sands weiter blamiert auf dem Weg nach Skingrad. Vielen Dank. Meine Katze zeigt mir den Arsch. Ich finde sie auch arschig. Hahaha. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Skingrad. Wir sind genau hier. Und Skingrad ist da. Da ist ein Reh. Und dann werden wir in Skingrad auch merkwürdige Leute treffen. Mit merkwürdig meine ich merkwürdig. Und an einem merkwürdigen, der schon sehr ein bisschen aussieht, als hätte der zu oft Nagellackentferner seiner Frau geschnuppert. Also aussehen mag er vielleicht normal, aber ist er, aber normal ist er nicht mehr. Und da sind wir auch schon fast. Was haben wir? Aufgegebene Mine. Oh. Kobolde. Nee, komm. Wir reiten jetzt mal weiter. Diese ganzen Minen machen wir irgendwann mal. Bin ich immer noch richtig? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, ich muss da lang. Kommt man hier noch beim Kobold vorbei? Ja, ich weiß. Ziemlich gemein gegenüber dem Kobold, ihn einfach zu ignorieren und dann auch noch an ihm vorbeizureiten. Und wir hören auch noch ganz genau, wie er hinter uns versucht, uns zu verprügeln. Ich wusste gar nicht, dass Kobolde reden können. Hm, wieder was dazu gelernt. Und hier geht scheinbar gerade langsam die Sonne auf. Du stehst hier irgendwie gerade so ein bisschen ab Akta. Kann man dir helfen? Ja. Ne, kann man scheinbar nicht. Ne, wiedersehen. Dann bleib stehen. Entschuldigung. Da will man einmal nett sein. Und dann schaut sie uns nur so an, so. Ja. Das ist übrigens der Weg zum Gefängnis. Da wollte ich jetzt aber eigentlich nicht hin. Und wir sind gleich in Skingrad. Wir sehen schon die Mauern. Wunderschön, sehr imponierend, sehr beeindruckend. Dann stellen wir unser Pferd hier mal richtig frauen-like ab. Ja, ist ja noch Platz für die anderen. So. Rein hier. Tür zu Skingrad. Juhu! Ehrliche Händler interessieren sich nicht für gestohlene Güter. Das ist ein guter Hinweis. Aber wenn man was geklaut hat und versucht, sie bei regulären Händlern loszuwerden, die Ware, hat man Pech gehabt. Weil die zeigen das nämlich nicht an. Und dann sind wir hier in Skingrad gelandet. Herzlichen Glückwunsch, meine lieben Leute. Ich glaube, hier werden wir auch den Verrückten treffen. Genau, da sagt. Hier drüben. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet das nicht bereuen. Der ist sehr lustig. Das werden wir auf jeden Fall machen, diese Mission. Aber nicht jetzt, weil es ist nämlich vormittags. Auf mich herumzuwandern. Wie heißen die jetzt? Wache, genau. Das ist einfach eine Wache. Hier ist eine Herberge. Da ist die Kämpfergilde. Haben wir irgendwelche Aufträge von der Kämpfergilde? Schauen wir mal kurz gucken. Das Feld des Todes, bei Geburt getrennt, Finger des Berges auf der Suche nach euren Wurzeln, tretet der Magierbilder ein, findet den Erben. Nehmen wir noch tatsächlich noch nicht. Vielleicht können wir uns hier jetzt tatsächlich mal so eine kleine Quest holen. Das wäre natürlich sehr cool. Guten Morgen. Was? Guten Morgen. Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Auf Wiedersehen. Okay. Ich bin aber Mitglied. Hör auf mich anzugucken. Ich such doch nur Leute von meinesgleichen. Da. Ich bin Parven von der Kämpfergilde. Ich bin zwar kein großartiger Bogenschütze, aber dafür eine gute Lehrmeisterin. Und ich habe schon so einige Goblins erledigt. Wie man sieht, irgendwie schon mal doch kein guter Lehrmeister, aber so wirklich helfen kann sie uns nicht, weil sie kann auch keine Aufträge geben. Amals von der Kämpfergilde! Willkommen in der Grafschaft Skingrad! Wollt ihr Goblins jagen? Amals. Ambrose kann wirklich gut mit dem Schild umgehen. Sogar besser als Fardus Kalidius, finde ich. Kennt ihr einen von beiden? Darüber kann ich nur mit Freunden sprechen. Ist
Platier. Darüber kann... Die ganze Westebene ist recht gut für die Goblinjagd. Es gibt jede Menge von ihnen hier in Kolovia. Entlang der Grenzen nach Valenwald und Elsewhere. Aha. Probiert es doch einmal in der großen Goblinhöhle namens Aufgegebene Mine, statt auswärts entlang der Goldenen Straße. Ja, und der sind wir jetzt gerade fröhlich vorbeigegangen. Auf Wiedersehen. Weil wir jetzt, aber beziehungsweise ich hatte jetzt eigentlich keine große Lust mehr auf diese ewige Gobblerei. Ihr seid, hi. Hallo. Ich bin Mitglied der Kämpfergilde und Lehrmeister für Waffen- und Schildabwehr. Fardus Kalidius ist mein Name. Habt ihr von Goblin Jims Höhle gehört? Die ist ziemlich groß. Sie liegt einen langen Marsch entfernt im Norden von Skingard, im kaiserlichen Schutzgebiet, weit weg von aller Zivilisation. Gut zu wissen. Der kann uns wissen lehren. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Haben wir aber schon unsere momentane Stufe erreicht. Ist doof. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Ich suche ja gerade jemanden, der mir einen Auftrag geben könnte. Muss mir fällt gerade nicht ein, wer mir diese Aufträge geben kann. Deswegen laufe ich hier gerade etwas belämmert in dieser komischen Gilden... Dingens rum? Diesem Gildengebäude. Diesem Gildengebäude? Das ist eine Truhe. Ich möchte aber keine Zange unten stoppen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, servus. Hör auf, mich zu beobachten. Ich glaube, es geht los. Auf jeden Fall hier kriegen wir scheinbar... Nope. Nix. Na gut, dann müssen wir es woanders probieren. Aber wir können in die Magiergilde und da nachfragen oder hier gerade gucken. Wo ist es denn? Die machen nämlich erst um 8 auf. Das ist so typisch deutsche Zeit. 8 Uhr auf, 8 Uhr zu. So, was willst du machen? Hallo. Was? Wer seid ihr? Oh, wen kümmert's? Ich bin Druja. Möchtet ihr etwas? Oder wollt ihr nur Cyrodiilisch üben? Entschuldigung, da ist mir gerade, habe ich gerade das Mikro. Oh nein, das ist Adriens Aufgabe, nicht meine. Wenn ihr sie dazu befragt, wundert euch nicht, wenn sie verärgert reagiert. Sie mag es nicht, wenn man sie unterbricht. Entschuldigung. Mir ist gerade das Mikro untergesaust. Ich wollte jetzt, hoffentlich hat es jetzt nicht zu viel Lärm gemacht. Auf Wiedersehen. Ich möchte jetzt hier keinen mit einem Hörsturz segnen. Wo sind die? Oh, guck mal. Das ist nämlich ganz cool, wenn du bei der Magiergilde bist, kannst du dich einfach an den Sachen bedienen, die hier rumliegen. Das ist noch ein Seelenstein. Aber die Trolle da, von der sie gerade gesprochen hat, sehe ich... Bist du das? Ich hätte gerne eine Empfehlung. Magst du mir die geben? Hui! Scheinbar nicht. Schade. Eine Steigerung eurer Hauptfertigkeiten erhöht auch eure Stufe. Hallo! Wünscht ihr etwas? Sicher? Ich bin Vigge. Ich bin Mitglied der Magiergilde, aber kein Lehrmeister oder so etwas. Vigge, sorry. Seht euch vor! Ich gehe davon aus, dass ihr einen guten Grund dafür habt, mich zu unterbrechen. Entschuldigung. Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht. Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch. Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor. Er ist einer der Gildemagier hier. Meint ihr, er könnte etwas tun? Na klar. Hervorragend. Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen. Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, die er ausgeliehen hat. Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann. Lasst mich wissen, wenn er zurück ist. Dann bekommt ihr eure Empfehlung. Das aber nett. Er ist, naja, er ist ein interessanter Bursche. Solinus Vassinus kann euch mehr über ihn erzählen, wenn ihr das möchtet. Solinus sollte hier irgendwo sein. Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr über Ertor erfahren wollt. Weil so interessanter Bursche, das ein bisschen stotternd hervorgebracht wird, muss ich immer... Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück Murdoch ist, von, Schüler. A-Team denken. Ich habe gehört, dass Adrienne euch vor eine... Ja, das schon wieder weiß. Ein netter Kerl, glaube ich. Aber da gab es letztes Jahr diese schreckliche Sache mit einem Scamp. Damals hat Adrienne ihm gesagt, dass er anderswo seine Zauberkunst ausüben müsse. Anderswo sollte dabei ganz weit weg heißen. Also hat er sich in der kahlen Sandbankhöhle niedergelassen.
hat dort gearbeitet und ist zweimal die Woche in die Stadt gekommen. In letzter Zeit ist er aber nicht mehr da gewesen. Was ist denn die kahle Sandbank? Oh, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo das ist. Wie schade. Bist du eine Hilfe, ganz großer Sport. Ich bin hier, um zu helfen. Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier. Ich muss mit Arthur sprechen, bevor ich sie schreibe. Wissen Sie was von einer kahlen Sandbankhöhle? Kann ich ja gar nicht fragen. Ist ja gemein. Sagt Arthur, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist. Nicht schlafen, ich will mit dir reden. Was kann ich für euch tun? Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wo es ist. Ich weiß, dass es westlich von Skingrad liegt. Druja könnte es euch vermutlich sagen. Sie hat ein viel besseres Gedächtnis als ich. Und sowas schimpft sich Magier, ganz ehrlich. Schönen Tag. Aha, ihr teilt euch das Bett, ihr Schweine. So, gehen wir nochmal runter. Weil daher ja keiner weiß, was die kahle Sandbackhöhle ist, beziehungsweise wo die ist, müssen wir uns doch... Oh, das waren wir. Oh. Müssen wir kurz... So. Nein! So. Passt. Düdelü, wir haben nichts gemacht. Wir gehen ganz schnell runter, denn wir haben nichts gemacht, wie wir bereits einmal gesagt haben. Druja! Ja. Bitte sag uns was, wo die kahle Sandbankhöhle ist. Es ist gleich westlich von Skingrad. Hier, seht ihr es auf der Karte? Ja. Dahin hat es Arthur verschlagen, nachdem Adrienne ihm gesagt hat, dass er nicht mehr in der Gildenhalle praktizieren darf. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr daran. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich daran erinnert. Besonders daran, dass es ihre Idee war. Mhm. Bäh. Heute ist mein Valentinstag. Okay, dann würde ich vorschlagen... Auf zum Training! Nein. Viel Glück bei der Suche nach Arthur. Dann, so wie sich das anhört, war das Anspielung darauf, dass sag ihr, dass sie das war. Reden wir doch nochmal mit ihr. Du bist keine Frau. Ah, warum gehen die denn alle schlafen, wenn ich mit denen reden will? Steh auf, du Sau. Ich nehme an... Ja, hier, geheime... Nein, hier. Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, ihm gesagt zu haben, dass er dorthin gehen solle. Hm. Tja, da müssen wir wohl etwas unternehmen, oder? Mit wir meine ich natürlich euch. Ich habe da etwas, was euch helfen könnte. Einen einfachen Feuerballzauber, falls ihr euch verteidigen müsst. Ich bin dann hier, wenn ihr zurückkommt. Viel Glück! Ich finde es immer super, wie toll die das beschreiben mit wir. Schwacher Feuerball zur Zauberspruchliste des Spielers hinzugefügt. Und als Spieler sind natürlich wir gemeint. Okay, wo ist denn diese komische Höhle? Kahle Sandbankhöhle. Das ging gerade Empfehlung. Goblin Chips Höhle. Ah ja. Aufgegebene Mine, da sind auch Goblins. Die haben Probleme, hey. Unglaublich. Geh mal, Schatz. Jo, da stimmst du mir zu. War klar. Aber damit nicht genug. Ich würde mal vorschlagen, dann in der nächsten Folge gehen wir diesen Arthur oder Arthur suchen. Jetzt gehen wir kurz auf die Uhr. Und danach kümmern wir uns um diesen anderen Kerl, wer sich noch dran erinnern kann. Dieser komische mit dem Psst, kommt nach der um Mitternacht da zur Kathedrale hinter. Und was dann passiert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.